Okay, jetzt muss ich Anton erstmal hinten ein bisschen freipulen und dann muss ich Anton erstmal meine Hand zu schlucken geben, damit ich den Mund von Anton besser bewegen kann. Tach! Und natürlich auch für die Hand, denn das Tolle ist ja, dass man hier auch die Hände mit bespielen kann. Und dadurch sind die Puppen dann ein bisschen lebensnahe. So, jetzt kann ich das Lenkrad greifen und kann auch mal ein bisschen in der Nase... Nee, das machen wir natürlich nicht. Aber Anton kann dann jetzt hier ein bisschen was erzählen. Anton, sag mal was, sag mal hallo. Ich habe angefangen in dem Bereich Verkehrserziehung im Kindergarten. Und ebenso ruhig. Es ist so, dass wir natürlich dann als Bezugsperson mit dem Kuscheltier ist man am ehesten dran. Und ich habe angefangen, das über einen ganz normalen Teddybär zu machen. Das Problem ist natürlich, dass man einen Teddybär nicht vernünftig reinarbeiten kann. Ich bin dann irgendwann über diese Puppen von Living Puppets gefallen, wo man eben ganz super toll den Mund mit bespielen kann und letztendlich die Möglichkeit hat, wirklich auch Grimassen oder Gefühle viel besser darzustellen, als wenn man so einen einfachen Teddy hat, den man so in die Hand nimmt. Denn da kann man letztendlich den ganzen Körper bewegen und das bringt natürlich nicht so viel. Und deswegen bin ich da eigentlich an Living Puppets rangekommen und habe mir dann so eine Puppe gekauft, habe damit gearbeitet, habe im Kindergarten Erfolg gehabt, Spaß gehabt. Das, denke ich mir, ist für den, der spielt, ja auch wichtig, dass der dann auch selber mal guckt, wie weit er sich damit wohlfühlt, und habe das dann fortgesetzt im Schulbereich in meinen Vorschulen und habe dann dort mitgearbeitet. Und das ist eine Sache, die ich dann natürlich irgendwann perfektioniere. Ja, das ist gut. Meine Figur, meine Puppe, bei mir, wie gesagt, heißt sie Anton. Ich glaube, bei Living Puppets nennt sie sich Ricky Retter. Habe die dann auf dieses Auto gesetzt, einfach nur als Hingucker für die Aktion, die die Polizei dann am Wochenende macht. Und das ist eine Sache, wenn man das dann so hat, man hat die Kinderaugen bei sich und wie gesagt, selbst Erwachsene bleiben da stehen und finden das ganz toll und sind fasziniert. Und das ist dann immer so die Bestätigung, die man hat, dass man das dann auch richtig macht, dass das gut ist, dass das gut ankommt. Ich sag mal so, ein Polizist hat natürlich allein durch seine Uniform schon Tür und Tor eigentlich offen, aber ich stelle eben fest, dass es schon leichter ist, wenn man halt eine Puppe hat, die dann auch, sage ich mal, menschenähnlich aussieht, denn das tun die Puppen nun mal. Und dadurch ist es etwas annähernder oder näher an das Kind, aber ich würde das gar nicht so sehr auf Kinder beschränken, sondern ich denke mir, die Erfahrung zeigt, dass wirklich auch Erwachsene stehen bleiben und dann ganz fasziniert sind und das niedlich finden und das toll finden und auch Erwachsene mitmachen. Also es sind Erwachsene, die dann auch wirklich sagen, wenn man eine Frage stellt, wie heißt du oder warum bist du hier, dann antworten die auch. Und das, denke ich mir, ist ein Beweis dafür, dass man das dann auch richtig macht und dass diese Puppe auch richtig rüberkommt. Wenn das unglaubwürdig wäre oder sehr abstrakt, dann würde man das letztendlich dann nicht so durchführen können. Aber so wird, denke ich mir, anhand der Beispiele, die man wirklich erlebt, gezeigt, ja, kann jeder mit umgehen. Super, drück euch die Daumen, wünsche euch viel Spaß und sage Tschüss.